Wir haben gewonnen. Jetzt liegt ihr wohl blöd da vor uns, ihr Verräter. Könnt nichts machen. Wir haben schon gewonnen. Ja, die Welt gehört den lebenden Bausteinen. Da bin ich aber anderer Meinung. Und ich habe ein paar Freunde mitgebracht, naja, und Feinde. Danke, danke. Oh ja! Ja, das reicht. Zerquetsch sie, sie. Naja, auch so ein Ding wird uns sicher nicht zerquetschen. Los! Mokuda durch! Ich sehe Zeit heraus. Wir kommen direkt schon. Legt euch los, Leute. Weg mit diesen Drecksteilen, die nerven. Die nerven aber sowas von. Mokuda durch! Pass auf, wo du hintrittst, Kuh! Au! Endlich habe ich euch zertrümmert! Nochmal! Ja. Junge, das war ein Knall. Ich übernehme den zweiten. So, was zerquetscht, hä? Hör auf! Die Großen sind aus dem Weg! Oh! Das bedeutet aber nicht weniger Probleme für uns. Was zum Henker? Au! Red Wein, hilf doch mal mit! Ich mach doch eh schon die ganze Zeit. Ich hab mein Oberteil verloren. Schon besser. Red Wein. Ich nehme an, du kennst mich noch. XC4187? Ja, richtig. Und ich danke dir vielmals dafür, dass du mich damals im Stich gelassen hast. Noch einmal! Ich hab dir doch eh damals schon reichlich gedankt. Aber ich musste wohl jetzt noch mehr danken. Denn das, was du da mit mir angestellt hast, ging über keine Kuhhaut mehr. Du musst jetzt endgültig dafür bezahlen! Hoppa, da war wohl nichts der Überraschungsangriff von deinem Kumpel, den roten Roblox-Steppen. Dafür war der vom Grünen umso besser. Los, Dino! Immer zu! Gute Arbeit, Dino, weiter so. Karl, wie geht's dir? Mir geht's momentan nicht so gut, wo die Typen da sind. Nein, ich meine, wie geht's dir ohne den Inselstamm? Also, was das betrifft. Ducken! Wusch. Ja, was betrifft das denn? Es ist ein bisschen ein ruhigeres Leben. Oder nicht? Ich mein damit. Das Leben auf der Insel ist ein bisschen ruhiger. Also vermisst du den Inselstamm? Das kann man ganz sagen. Die Hälfte hat dann nicht angegriffen. Los, da haben wir besser als offen. Junge, du hast den Kommandanten aus dem Weg gerissen, indem du inzwischen deine Finger geklemmt hast. Nein, ich staune nur, wie stark du bist. Mit dir will ich nicht kämpfen. Was sollte denn das, Quies? Wir bekämpfen ja doch die Teile. Tun wir doch. Du bist mein Hau-drauf-Werkzeug.
Du funktionierst ähnlich wie ein Hammer, nur dass dein Schädel viel härter haut. Oh je, das kann ja heiter werden. Stillhalten! Ah, du Idiot, du Kleiner! Ich geb dir gleich einen kleinen Idioten. Ah. Wir müssen diesen zweiten Kommandanten vernichten. Dann ist die Armee nicht koordiniert. Davon war nie die Rede. Vorsicht, Karl! Weggepeitscht! Ui! Ich würde lieber in Deckung gehen. Au! Hoppala! Diese idiotischen Bauteile! Wann gehen die denn endlich auf? Vermutlich gar nicht. Ich glaube, wir kämpfen bis in die Ewigkeit. Aber so lange halten wir nicht durch. Schwächlinge halten eben nichts lange durch. Ich hingegen nehm's locker. Ah, schön, dass du auch mal mithilfst, Hordak. Wir haben hier nämlich ganz schöne Probleme, wie du siehst. Sieh doch mal dieses Schlachtfeld an. Sieht schon fast aus wie eine kleine Hutsch-Dikaro-Schlacht. Nur ohne Autos. Du vergisst, dass Dr. Buller und der ist der Reparierflitzer da? Ich bin mir einig, ich hab den gesehen. Jetzt sei doch mal leise. Ach nein, der Reparierflitzer nicht, der Feuerwehrflitzer ist da. Dr. Buller und der Feuerwehrflitzer sind doch da. Na dann halt ohne Hutsch-Dikaro-Autos. Oh, ich muss doch hier wohl nicht alles extra sagen, damit ihr's, nur damit es sich besser anhört. Denn ihr wisst sowieso, was ich meine, wenn ich sage, ohne Autos. Ja, die Unwahrheit. Ah, dieses Schrecksteil! Das kann doch jetzt nicht ernst sein. Hey, du hast gute Farben, Kleiner. Genau meine Farben. Aber ich brauche euch Typen hier nicht. Idiotische Ding, ach da. Los geht's! Voll idiotischen Bauteile! Jetzt habe ich auch schon genug! Ich mache euch platt! Ihr kleinen Stöckel! Nein, jetzt seid ihr dran! Weg mit euch! Weg, weg, weg! Also die Finger weg, das lässt mich durchdrehen! Junge, nicht so wild, du machst die uns alle kaputt. Dass du die Bauteile kaputt machst, nicht die ganze Gegend. Ich liebe meine Kräfte. Ach komm schon, das kann doch wohl nicht der Ernst sein. Volltreffer.